In diesem Versuch sehen wir das im Film 40-fach verlangsamte Auftreffen eines Wassertropfens auf der Wasseroberfläche. Interessant ist die Entstehung der zahlreichen Wellen rund um den Punkt des Auftreffens. Sehen wir uns das Ganze noch genauer an. Der Wassertropfen wirft beim Einschlag einen Wulst aus verdrängtem Wasser hoch. Dieser Wulst breitet sich radial als Welle aus und glättet sich dabei immer mehr. Durch den Einschlag des Tropfens entsteht ein kleiner Krater im Wasser. Dieser wird durch die verschiedenen Rückstellkräfte wie Oberflächenspannung oder Erdanziehungskraft sofort wieder ausgeglichen. Das Wasser im Zentrum des Kraters wird dabei stark beschleunigt und schießt hoch nach oben. Die so entstehende Wassersäule stürzt sogleich wieder in sich zusammen und bildet wieder einen kleinen Wasserwulst, woraus dann die zweite Wellenfront entsteht. Außerdem wird wieder ein diesmal kleinerer Krater in die Wasseroberfläche gerissen, welcher eine neue, diesmal kleinere Wassersäule entstehen lässt. All dies wiederholt sich einige Male. Deshalb sind mehrere Wellenfronten sichtbar. Wir haben gesehen, wie die Wellen entstehen. Doch wie breiten sie sich aus? Hiermit haben sich schon etliche bekannte Physiker befasst und einige wichtige Prinzipien der Wellenlehre experimentell bestätigt, zum Beispiel das Huygens'sche Prinzip. Dieses besagt, dass jeder Punkt einer Wellenfront Ausgangspunkt einer sogenannten Elementarwelle ist. Diese vielen verschiedenen entstehenden Elementarwellen überlagern sich bei der Ausbreitung zur sichtbaren Wellenfront, wie in der schematischen Darstellung gezeigt wird. Dieses Huygens'sche Prinzip kann man auch im Hörsaal gut veranschaulichen, diesmal anhand einer ebenen Welle. Hier sehen wir eine Wellenwanne. Hier befindet sich ein ebene Wellen erzeugender Erreger. Hier ist eine Barriere mit einer kleinen Lücke. Trifft nun die Wellenfront auf die Lücke, so zeigt sich auf der anderen Seite der Barriere eine sich kreisförmig ausbreitende Welle, eben eine Elementarwelle, welche wir aus der ebenen Wellenfront herausgegriffen haben. Die erwähnte Überlagerung von Wellen ist ein weiteres wichtiges Prinzip. Befinden sich zwei Wellen am gleichen Ort, so überlagern sie sich zu einer Welle, welche eine andere Amplitude als die ursprünglichen Wellen besitzt. Die Überlagerung von Wellen nennt man auch Interferenz. Im Video sehen wir dazu ein weiteres Wellenwannenexperiment. Diesmal befinden sich zwei punktförmige Wellenerzeuger in der Wanne, von denen sich Wellen kreisförmig ausbreiten. In bestimmten Bereichen in der Umgebung der Wellenerzeuger kommt es zu Überlagerungen, nämlich hier. Die Wellen interferieren in diesem Bereich so, dass die Höhe der Wasserwellen, die Amplitude, geringer ist als in anderen Bereichen der Wanne. Das letzte Prinzip, welches wir betrachten werden, ist die Brechung von Wellen. Brechung passiert, wenn Wellen von einem Medium ins andere treten und die Geschwindigkeit der Wellen in den beiden Medien verschieden ist. Dies können wir in der Wellenwanne simulieren, indem wir eine Glasscheibe ins Wasser legen. Dort, wo die Glasscheibe liegt, ist die Geschwindigkeit der Wellen geringer und der Wellenverlauf macht beim Übergang einen kleinen Knick. Dieser Knick ist ebenfalls mittels des Huygens'schen Prinzips erklärbar. Jeder Punkt, auf den die Wellen treffen, ist, wie erwähnt, der Ausgangspunkt von Elementarwellen. Durch die veränderte Geschwindigkeit überlagern sich diese Wellen im neuen Medium jedoch so, dass die Welle sich in eine andere Richtung ausbreitet als im vorigen Medium. Die Brechung erfolgt dabei beim Übergang vom dünneren ins dichtere Medium immer zum Lot. Als Lot bezeichnen wir eine Ebene, welche senkrecht auf die Mediengrenze steht. Wie in der Skizze zu sehen, befindet sich der gebrochene Strahl näher am Lot als der einfallende Strahl.